Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, ich habe heute zwangsfrei, weil der Kindergarten mal wieder in die Notbetreuung gegangen ist, aufgrund von Personalmangel, womit halt keiner irgendwie gerechnet hat, weil es eigentlich hieß, dass sowas nicht mehr stattfindet. Aber bei Personalmangel begründet dann die Lage mit der Pandemie eben auch dann die Möglichkeit halt einfach zu sagen, ja, dann ist es jetzt wieder so wie vor, weiß ich nicht wann, einem halben Jahr, dürfen nur noch die Eltern mit systemrelevanten Berufen die Kinder hinbringen. Wir sind jetzt eigentlich ganz gut davon gekommen soweit, weil ich konnte mir jetzt alles so legen, dass ich halt heute frei habe. Ich habe zwar noch eine Zoom-Konferenz dann, aber das kann ich auch mit Karl machen, das ist gar kein Ding. Wir sind wieder zu Hause und es sieht hier immer noch so aus wie vorhin. Ich war beim Arzt Blut abnehmen und jetzt, sobald ich wieder zu Hause war, habe ich richtig starke Rückenschmerzen wieder bekommen, so wie gestern Abend. Ich stehe jetzt hier bei der Mikrowelle und warte auf mein Körnerkissen. Gestern Abend hat es ganz gut funktioniert. Ich konnte dann auch einschlafen und so, aber ja, es ist auf jeden Fall super nervig. Ich sehe gerade hier unten den DHL-Boten. Ich sollte heute eigentlich auch noch mindestens ein was geliefert bekommen, was eigentlich schon vor 2 Tagen kommen sollte. Ich befinde mich jetzt in unserem eiskalten und sehr chaotischen Schlafzimmer. Mir geht es wirklich schon wieder viel besser. Ich habe eine Online-Vorlesung geschaut, ich habe gleich noch ein Zoom-Meeting und Tim ist mittlerweile auch da und ich werde jetzt mal euch alle anderen Weihnachtsgeschenke zeigen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ich habe hier auch eine schöne orange Liste, wo ich jetzt abhaken werde, was mittlerweile angekommen ist. Geschenkpapier habe ich euch schon gezeigt und ich habe noch passend zu dem hier noch das hier von Kaufland geholt. Ich kann bei Geschenkpapier nicht widerstehen, ich muss es einfach kaufen. So, jetzt bitte ich mal meine kleinen Schwestern abzuschalten. Ich zeige jetzt nämlich, was hier als oberstes liegt, ist nämlich ein Geschenk für, oder sind Geschenke für die beiden. Meine kleine Schwester hat sich Spotify Premium gewünscht und symbolisch dafür habe ich ihr ein Notizbuch bestellt, wo Spotify halt draufsteht. Und hier, da ist nichts drin, es sind nur Zeilen, aber ich glaube, sie findet auch so Notizbücher mega cool und ich fand es halt voll schön so optisch und mit dem Spotify-Logo und wir schenken ihr das. Dann werden wir so sagen, ja hier, also falls du dich wunderst oder na, fällt dir jetzt irgendwas dazu ein? Und dann sagen wir hier, gib mal das und das jetzt bei deinem Handy ein und dann ist sie mit drin bei uns und dann, genau. Meine andere kleine Schwester hat sich eine schwarze Kuscheldecke gewünscht. Die ist so unfassbar weich. Dann haben wir hier ein Geschenk für Karl. Ich liebe es. Ich bin mega begeistert. Und zwar kriegt er einen kleinen Dyson-Staubsauger. Der ist jetzt verkehrt rum, ne? Der sieht sehr, sehr ähnlich wie unsere aus. Wir haben den V7 Animal Extra oder sowas. Keine Ahnung. Und der sieht halt einfach exakt genauso aus. Hier ist auch noch ein Bild in komplett. Okay, nee, bei uns, der hat hier das Rohr, ist glaube ich schwarz oder grau. Ich weiß gerade gar nicht, wie unser Staubsauger aussieht. Jedenfalls, den habe ich also über Amazon bestellt, aber gesehen hatte ich den bei Lidl Online zuerst, beziehungsweise im Lidl Prospekt. Aber da war der dann ausverkauft, als ich bestellen wollte. Aber bei Amazon gibt es den noch, da kostet der aber 10 Euro mehr. Aber ist ja nicht schlimm. So, Staubsauger hat schon Haken. So, dann war ich neulich im Kaufland und habe Glitzerknete und so Knetdingens gefunden. Und Karl knetet wirklich gerne. Das sind ja nur noch so kleine Becher mit zusätzlichen Farben und halt mit Glitzer. Ich glaube, das ist einfach noch was zusätzlich zu seinem Knetzeug, was er schon hat. Ich glaube, der würde sich sehr freuen. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und das steht noch gar nicht auf der Liste, das muss ich noch aufschreiben. Meine Eltern jetzt bitte abschalten. Für meine Eltern habe ich hier so Bienenwachstücher. Das ist so wie Frischhaltefolie, nur in nachhaltig. Und auch aus Bienenwachstuchmaterial, was auch immer, ein Brotbeutel. Das riecht mega gut. Die finden sowas, glaube ich, ziemlich cool. Und ich hoffe, sie werden sich freuen. So, dann habe ich, hier steht der Preis noch drauf, für meine eine kleine Schwester noch einen mega schönen Schminkpinsel. Den habe ich mehr oder weniger so zufällig entdeckt. Der war reduziert und ich fand ihn so einfach von dem Aussehen her übelst schön. So, dann meine große Schwester, da habe ich bis jetzt noch nicht so viel, aber was auf jeden Fall schon angekommen ist, ist ein festes Shampoo. Das riecht auch voll gut und ich habe da also dazu eine Rezension sozusagen in einer Zeitschrift
gesehen und das wurde da sehr, sehr gut bewertet und deswegen habe ich das bestellt. Nikolausgeschenke für Karl. Und zwar habe ich ihm ein Matchbox-Auto, einen Honda E gekauft. Ich finde, auch wenn ich der absolute Gegner eigentlich von Elektrofahrzeugen bin, so weit, jetzt könnt ihr wieder ankommen, oh mein Gott, die hatte doch ein Hybrid, ja, anderes Thema. Nein, ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Elektroautos, vor allem reine Elektroautos, aber dieser Honda E, ich finde ihn so wunderschön. Ich war auch schon kurz davor, mir eine Probefahrt zu vereinbaren. Aber also erstens ist das Ding schweineteuer für die Größe. Das ist ja so groß wie der Mi und kostet halt einfach 3000 Milliarden Euro so. Naja, und zum anderen weiß ich, ich hätte es halt zwar cool gefunden, so optisch, aber das Fahren wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen und ich hätte es halt definitiv nicht gekauft, das wäre halt einfach nur so Interesse halber. Dann, also das ist jetzt Nikolaus für Karl, dann habe ich Pupsschleim, ich konnte auch nicht widerstehen. Ich finde sowas mega cool und ich glaube, in seinem Alter hätte ich es noch cooler gefunden. So, was haben wir noch? Das hier kennt ihr alles schon. Dann haben wir noch ein Überraschungsei, wo Hab dich lieb draufsteht. Das kriegt ihr auch vom Nikolaus. Und hier sind noch solche Löffeleier von Weihnachten, also solche Schneebälle. Wir haben schon zwei gegessen, weil er braucht keine vier solche Schneebälle zu Nikolaus bekommen. Und dann haben wir noch einen Schneemann aus Schoki, genau. So, den Rest hier aus der Tüte kennt ihr tatsächlich schon. Jetzt habe ich immer noch Amazon-Pakete, die haben wir einfach so wieder verpackt, damit er halt nichts sieht. Er bekommt nämlich noch, oh Gott, ich muss das erst mal raus tun, einen Feuerwehrhelm, der dem Original sehr nachempfunden ist, also der sehr ähnlich dem Original ist. Ich glaube und hoffe, er wird sich sehr darüber freuen. Den gibt es auch bei Amazon oder auf der Seite von dem Hersteller. Ich glaube, preislich macht das keinen Unterschied. Das Buch hier hat er sich gewünscht. Er hat, also auf den Büchern hinten sind immer diese Bilder drauf und er hat das Buch Die Feuerwehr und da waren dann hinten die anderen drauf und da hat er sich das hier, der Traktor und der Bagger gewünscht. Das Baggerbuch kriegt er von Tims Eltern, glaube ich. Den haben wir den Link geschickt und von uns halt den Traktor. So. Und dann haben wir hier noch etwas, wovon ich absoluter Fan bin. Es ist eine kleine Waschmaschine. Ich finde die so mega, mega süß. Man kann die auch irgendwie aufmachen. Ja. Und hier drin ist eine Handkurbel. Die kann man also hier hinten ranstecken und kurbeln. Und man kann da hier oben Wasser reinfüllen in dieses Fach hier. Und kann halt wirklich Puppenkleider oder sowas damit waschen. Und ich finde die halt einfach nur dekorativ. Und mit der Handkurbel und so kann er die ja auch alleine benutzen. Und mit unserer Aufsicht könnte man die auch mit Batterien betreiben. Und dann hat die hier so Knöpfe, wie die normalen Waschgänge, macht das dann Geräusche und dreht sich halt auch von selbst. Die ist auch von Amazon. Ich habe die auf der Seite von irgendeinem Spielzeugversand gefunden. Genau so. Kriegt einen Haken. Was steht da? Ach, Helm. Kriegt auch einen Haken. Glitzerknete kriegt auch einen Haken. So, und jetzt muss ich erstmal alles einräumen. Dann zeige ich auch noch, was Tim bekommt. Ich glaube, da ist auch noch nicht alles da. Ja, da ist auch noch nicht alles da. Das lagere ich bloß hier auf dem Schrank. Da oben so. Damit er das nicht sieht, logischerweise. Und da kam heute erst was an. Etwas Großes. Genau. So, jetzt kommen meine Geschenke für Tim. Also Tim, bitte jetzt ausschalten, nicht weiter gucken. Mir ist gerade noch aufgefallen, was noch fehlt. Also für meine kleine Schwester noch Süßigkeiten. Und für meine Eltern wollten wir, also wir wollten ja eigentlich noch Stollen backen und allen Stollen schenken. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt was wird. Genau. Wo ist denn meine Liste von Tim? Ach so, da. Okay. Gut. Gucken wir erstmal hier. Also, ich habe ihm ein... Ach so, ich sollte vielleicht leise sprechen. Ich habe ihm ein Parfüm gekauft, welches ich im Rossmann Probe gerochen habe. Die Duftprobe fand ich sehr, sehr gut. Also, ihr hattet ja gesehen, dass ich für meine Schwester so ein festes Shampoo bestellt hatte. Und bei der Bestellung habe ich gleich noch ein Peeling und... keine Ahnung, Aftershave, Balsam für Tim mitbestellt. Das sind eher noch so, ja, keine Ahnung,
ist halt was Besseres, also nicht einfach so Drogerieprodukte. Und deswegen dachte ich, bestellst es jetzt einfach noch mit und schenkst es ihnen. Dann hast du noch drei kleine Sachen so. Ne, zwei. Ich kann leider kein Bild. Doch, ich kann ein Bild einblenden. Und zwar fährt er ja aktuell den Golf. Und da hängen ja vorne eine Milliarde Duftbäume drin, ne? Und ich habe ihm einen Duftbaum selbst designt. Das ist wirklich nicht kreativ, ne? So an sich, also beziehungsweise ist es halt jetzt nichts Aufregendes, aber ich fand es halt mega lustig und hat mir voll Mühe gegeben und so. Und er wird halt nie im Leben damit rechnen. Und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, online sowas selber zu designen, finde ich richtig cool. Der kommt aus Irland, der ist noch unterwegs, den habe ich vor Ewigkeiten bestellt und habe extra mehr bezahlt, dass der noch rechtzeitig halt da kommt, also vor Weihnachten und so. Genau, das ist so mein, das war meine allererste Idee. Der war jetzt auch gar nicht so teuer dafür, dass der selbst designt ist, keine Ahnung, aber ja. Mein lieber Freund Tim hat sich eine Übergröße Bettdecke für die Arbeit gewünscht. Also durch seine 24-Stunden-Schichten übernachtet er ja auf der Feuerwache und beschwert sich immer über die kleinen Bettdecken dort, weil wir hier zu Hause groß haben. Deswegen habe ich ihm jetzt von Ikea eine Übergröße Bettdecke bestellt. Und dazu gehöre ich eine Bettwäsche, die ist so grün-schwarz. Ich finde die ziemlich schön und genau, das hat er sich halt explizit gewünscht, darüber war ich sehr froh. Und jetzt die gute Frage, was ich ihm noch schenken wollte, was ich leider nicht aufgeschrieben habe, was jetzt noch fehlt. Ich glaube aber, das war es dann auch. So, neuer Tag und wir schmücken jetzt mal bei Karl. Hier ist jetzt nicht so sehr aufgeräumt. Wir haben ein paar Sachen, die bei ihm jetzt geschmückt werden. Also ich habe die Girlande rumgewickelt und Karl hängt jetzt Sachen an die Äste. Guck mal, wir können das auch drehen. Dann kannst du an andere Äste hinten. Jetzt mache ich einen Stern, okay? Okay. Ist das ein wunderschöner Stern? Ja. Okay. Hier habe ich das hingestellt. Hier müssen wir mal noch streichen. Ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Und jetzt befasse ich mich mal mit dem Stern hier. Mehr haben wir gar nicht dekoriert. Ich sitze jetzt gerade hier im Schnitt und stelle echt fest, das ist halt wirklich heute so. Bei Karl halt der Stern, dieses Aufstelldingens da, dieses mit den Schneemännern und der Baumbar. Und hier hinten ist ja mittlerweile die Girlande, mal in der Olive gelandet. Aber in einer Woche kommt unser Weihnachtsbaum und nachdem der dann halt da stand und sich so ausgehängt hat, also die Äste sich alle ein bisschen so nach unten bewegt haben, also nach dem Transport, werden wir den auch sehr zeitnah dann schmücken. Darauf freue ich mich mega, da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen und ihr habt noch ein bisschen Geschenkinspiration bekommen. Genau, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon großartig dekoriert habt oder auch so insgesamt gar nicht so viel macht. Also nur einen Baum und ein bisschen Kleinkram auf meine Haare. Wirklich, heute ist Samstag und wir haben heute das Haus einfach nicht verlassen. Deswegen sehe ich aus wie so, weiß ich nicht, frisch aus dem Bett. Genau. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ja, bis zum nächsten Video.